Die GWD-Spielerinterviews werden Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, nach dem letzten Spiel der Hinrunde heute bei mir Stefan Knäher. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg. Ja, vielen Dank. Ihr habt nicht so eine gute Phase hinter euch und das Spiel fing auch, glaube ich, gar nicht so gut für euch an, aber ihr habt euch irgendwie in das Spiel reingebissen und dann ziemlich erfolgreich gestaltet. Ja, ist richtig. Wir hatten natürlich ja, am Samstag in Göppingen, das war natürlich ein herber Rückschlag. Sowas haben wir noch nicht gezeigt bisher in dieser Saison und ja, wir sind relativ schwer reingestartet, genauso wie wir in Göppingen gespielt haben, aber nach einer Viertelstunde haben wir, wie du schon gesagt hast, haben wir uns da zurückgekämpft und über Kampf in der Abwehr haben wir da geschafft, bis zur Halbzeit da in Führung zu gehen. Ja, phasenweise hattet ihr das Spiel so unglaublich sicher im Griff, dass man sich wundert, dass es überhaupt nur zwei Tore am Ende waren. Ja gut, dann werden dann ein, zwei Phasen, wo wir, glaube ich, wir können noch zweimal auf vier weggehen oder auf fünf oder auf vier Minuten Verschluss, wo wir uns 7 Meter verwerfen, können wir auf vier weggehen, aber ja, ich denke, der 2-1 war der Sieg nicht mehr gefährdet und ja, zwei, ob wir jetzt mit einem Tor gewinnen oder mit fünf ist jetzt dann nach, in unserer Situation nach dem Spiel in Göppingen ist uns eigentlich egal. Es war nur wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Jetzt ist noch ein Spiel am zweiten Weihnachtstag und dann geht es endlich in die Pause. Wie heiß ersehnt ist die? Ja, natürlich freut man sich, wenn dann endlich mal frei ist, weil ich sag mal, Dezember ist immer ein bisschen anstrengend, weil es wieder ein bisschen früher dunkel ist, ein bisschen schwieriger und ja, natürlich wollen wir jetzt noch gegen Berlin gewinnen, haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, können wir mit 20 Punkten abschließen, aber es wird sehr schwer, aber zu Hause ist natürlich Pflicht für uns, gegen Berlin zu gewinnen. Okay, das wünschen wir euch natürlich auch im Eigeninteresse und alles Gute für die zweite Halbsaison und Dankeschön, Stefan Knäher. Ja, Charlie, nach dem Spiel heute ist Ende der Hinrunde gegen Wetzlar 25-27 verloren. Zunächst mal dein Kommentar zum Spiel. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich im Moment, weil ich denke, wir haben so gut angefangen. Und deswegen haben wir eigentlich eine sehr gute Chance gehabt, so zwei Punkte mitnehmen. Aber haben wir leider nicht geschafft, so deswegen sind wir ein bisschen enttäuscht. Ja, ihr hattet zwei sehr starke Spiele hier gegen Gummersbach, dann in Stuttgart. Natürlich große Erwartungshaltung auch bei den Zuschauern. Und dann habt ihr einen Riesenstart. Und auf einmal bricht das Spiel völlig in sich zusammen. Wie ist das erklärbar? Also das ist schwierig zu erklären. Vom Gefühl ist das so, dass wir haben am Anfang sieht so aus, wie wir ein paar einfache Tore machen sozusagen. Und dann denken wir alle, dass okay, jetzt kann ich eine nicht so gute Chance kann ich nehmen. Und dann denkt ein anderer Junge genau dasselbe. Und dann haben wir drei, vier, fünf Aktionen, die nicht also wirklich gut sind. Und dann machen sie Gegenstoßtore und ja, dann kommen sie wieder zurück und wir liegen hinter mit einer Halbzeit. Und das war natürlich nicht, wie wir das uns vorgestellt haben. Die leichten Tore, von denen du gesprochen hast, machen wir natürlich auch, wenn wir sehr stark in der Deckung stehen. Das war dann aber auch nicht mehr der Fall. Nee, also es ist natürlich schwierig zu spielen gegen ein Duo wie Philipp Weber und Janik Kohlbacher. Das wussten wir schon. Das ist schwierig. Also heute, wir brauchen auch ein paar mehr Paraden, kann man echt sagen. Ich glaube, die Torhüter in Wetzlar hat 10 in der zweiten Halbzeit allein, glaube ich. So, wir haben ein paar Gegenstoße auch verschossen im Anfang der zweiten Halbzeit. So, ja, es gibt immer über die Marginale und wir hatten die Marginale gegen Gummersbach und genauso gegen Stuttgart, aber heute war nicht unser Tag. Also gilt es jetzt eigentlich, sich über Weihnachten auszuruhen, nochmal das Geheimrezept deiner Oma rauszuholen, wie wir es im Fernsehen gesehen haben, und im Ostwestfalen-Derby gegen Lemgo, du weißt, was das bedeutet, Ostwestfalen-Derby, da müssen dann aber die Punkte her, oder? Ja, natürlich, das ist, also muss man ehrlich sagen, das ist noch ein wichtiges Spiel für uns als das heute, aber ja, also wir müssen einfach schnell dieses Spiel hier vergessen, scheißegal. Und wir haben die Chance, so zwei neue Punkte kriegen gegen Lemgo. Und dann, ja, wie gesagt, das ist auch ein Derby. So dann kommen wir mit ein bisschen mehr Fokus, hoffe ich. Und dann auch vor voller Halle. Wir wünschen dir auf jeden Fall mit deiner Familie frohes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns hier am zweiten Weihnachtstag. Dankeschön.